1Live. Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. So, liebe Leute, da sind wir wieder. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live Talk Radio zu einer neuen Sendewoche, zu einer neuen Talkwoche. Und der Montag ist ja traditionell eine freie Themennacht. Das heißt, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann ruft an, mailt oder faxt, ruft an unter 0800 220 5050, faxt unter 0800 220 5051 oder mailt unter domian@wdr.de. Der Erste heute Nacht heißt Herbert und er ist 47 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Herbert. Ich bin seit 15 Jahren verheiratet. Ja. Habe zwei Kinder, die sind 11 und 13 Jahre alt. Ja. Ja, und habe immer gedacht, ich habe eine tolle Ehe und ein tolles Leben. Haus, Beruf, einfach stimmt alles. Und dann bekomme ich von meiner Frau vor einem halben Jahr gesagt, wir passen nicht zueinander. Sie würde mich nicht als Partner ansehen, sondern mehr als Geschwisterteil, also auf platonische Art. Das hat sich für Sie so ergeben in den letzten Jahren? Oder hat sie das gar immer so gesehen? Bei mir war es ein schleichender Prozess. Ja. Und hat mich irgendwie, weil die sexuellen... weil es sexuell dann nicht so mehr lief, wie sie sich das wahrscheinlich wünscht. Ja, genau. Ne? Hast du von diesem schleichenden Prozess etwas bemerkt bei ihr, dass sie das so empfindet? Ich habe natürlich das schon registriert, aber ich dachte einfach, weil der Alltag irgendwie schon ein bisschen in die Richtung geht, dass es ein bisschen nachlässt und gerade bei den Frauen. Deswegen habe ich auch nicht großartig darüber nachgedacht. Also du hast es registriert, aber hast es irgendwie auch ein bisschen verdrängt? Ne? Ich habe es ein bisschen verdrängt. Nach dem Motto, ist ja normal oder... Ja, genau. Wir kriegen das irgendwie schon wieder hin und man vertieft sich da nicht so rein. Ja, genau, so war das ja auch. Und, wann hat sie das zu dir gesagt? Wie lange liegt das jetzt so? Ein halbes Jahr. Ein halbes Jahr. Wie war denn jetzt dieses letzte halbe Jahr für euch? Ja, für mich war das ja so, als würden mir die Füße vom Boden weggezogen und... für mich war eine Welt zusammengebrochen. Mhm. Ich konnte es einfach nicht registrieren. Ist euer Verhältnis jetzt spannungsreicher geworden, nachdem sie das zu dir gesagt hat? Ja, im Intervall. Ne? Also von meiner Seite natürlich auch. Mhm. Hat sie das eigentlich mit einer Intention gesagt, dass ihr euch trennen wollt? Nein, nein, sie hat einfach gesagt, sie kommt da eigentlich mit klar. Ja. Wir hatten ja eine Familie und sie würde mich ja so auch lieben, auf platonische Art. Es würde jetzt an mir liegen. Ja, was liegt an dir? Es würde mir an mir liegen, ob wir so leben können oder nicht. Sie könnte so leben. Ach so. Ja. Das heißt, ihr habt in der letzten Zeit vermutlich dann auch so gut wie keinen Sex gehabt, oder? Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Wie lange jetzt schon überhaupt keinen Sex mehr? Ja, ein halbes Jahr. Und vorher wahrscheinlich auch relativ routiniert. Ja, das hat immer mehr reduziert und dadurch habe ich das ja bei ihr auch rausgekitzelt. Da habe ich gesagt, ja, hier, da stimmt was nicht. Ist es denn bei dir anders? Hast du denn den Eindruck gehabt, Mensch, das ist nach 15 Jahren Ehe immer noch, da ist noch viel Pfeffer in der ganzen Sache? Oder war es bei dir auch eher schon so, naja, dass es ritualisiert war? Ich habe das akzeptiert, weil natürlich auch andere Komponente für mich sehr wichtig sind in der Ehe. Mhm. Oder im Leben. Wir haben zwei tolle Kinder, wir haben ein schönes Haus. Ja. Das sind Sachen, wo ich mich auch dran erfreuen kann. Ja. Und was irgendwie mein Leben auch prägt irgendwie. Und natürlich auch die Liebe zu meiner Frau. Und aber dann könntest du dich doch eigentlich auch damit arrangieren, wenn sie sagt, pass mal auf, so als Liebespaar ist das nicht mehr zwischen uns beiden, aber wir sind ein tolles Team, wir beiden, und wir haben eine Familie. Wir lieben uns platonisch sehr. Kannst du dich damit nicht arrangieren? Ich habe da ein Problem mit. Ich habe da echt ein Problem mit, weil ich
Begehrst du denn deine Frau? Ich begehre die einfach. Mhm. Sie ist eine hübsche Frau und... Das heißt, du würdest schon gerne jetzt doch immer wieder natürlich. Mal mit ihr schlafen? Und, natürlich. Ja. Du hast keine anderen Bedürfnisse sexuell? Ich habe schon Bedürfnisse sexuell von der Seite her. Nein, ich meine, du hast keine anderen sexuellen Bedürfnisse. Das heißt, würdest du jetzt gerne jetzt mal... Noch nicht. Das hat sie auch gesagt, wenn ich das Bedürfnis hätte, andere Frauen kennenzulernen, dann wäre das für sie kein Problem. Hat sie gesagt. Könnte sie verstehen im Endeffekt. Hat sie denn das Bedürfnis, andere Männer kennenzulernen und anderen Sex auch auszuleben? Nein, nicht unbedingt. Hm. Sie sagt natürlich auch, dass sie das nicht ausschließen kann. Ach so. Und würde sich das dann auch gerne von dir eine Erlaubnis einholen? Nein, ich denke, wenn sie jemanden kennenlernen, würde sie mir das mitteilen im Endeffekt. Dann macht sie es einfach. Ja, klar. Ja. Das heißt, das ist alles ganz wackelig bei euch im Moment. Ja. Ne? Irgendwie. Du bist sehr verletzt, erstaunt, dass sie das so gesagt hat. Du möchtest eigentlich die klassische Ehe haben, so wie es war, möchtest du? Aber sie ist ja quasi einen Schritt zurückgegangen, ne? Ja. Mhm. Nun lebt ihr das ein halbes Jahr schon so vor euch so hin. Was sagt sie denn? Was hat sie so in den letzten Wochen gesagt? Sie merkt das ja, dass du damit unglücklich bist. Hat sie einen Vorschlag gemacht, wie man das jetzt irgendwie wieder, wie man irgendwie auf eine gemeinsame Linie kommt? Ja, ich hatte ja auch mit Suizidgedanken mich rumgeplagt und habe dann pro Familie aufgesucht. Mhm. Und waren die Termine aber alle 8 Wochen. Mhm. Und habe sie da auch mit einbezogen, dass sie auch mal mit hingegangen, alleine. Ja. Du hast du deiner Frau von den Selbsttötungsüberlegungen erzählt? Ja, nicht direkt, sondern indirekt. Ich sag, damit setzt du sie natürlich enorm unter Druck. Ja, ne? Das habe ich auch nur einmal gemacht und habe das dann auch... Ich finde das nicht in Ordnung, muss ich dir sagen. Ja. Ich finde es nicht... Da ist auch kein System hinter. Mir war einfach von Gefühl so... Ja, aber es ist... Das hat mir auch leid getan. Ich mache es ja auch nicht mehr. Ja. Ich habe das eingesehen im Endeffekt. Weil damit machst du noch viel mehr kaputt. Ja, mir ist schon klar, ich kann keinen Druck ausüben. Mm. Im Endeffekt. Es geht nicht mit Druck, sondern nur mit Überzeugung. Ich habe... Es geht... Ich finde den Ansatz, dass ihr euch da von außen habt versucht, Hilfe zu holen, ja, theoretisch schon mal sehr gut. Ja. Das ist auch meine Überlegung, wäre auch jetzt mein Ansatz, dass ihr gemeinsam mit einem Fachmann an einem Tisch sitzen müsst und eure Lage besprechen müsst. Ja. Und um eine Klärung reinzubringen, was will sie, was willst du? Wo ist der gemeinsame Nenner? Womit musst du dich abfinden, wenn es denn nun mal bei ihr so ist? Wo ist sie bereit, nochmal auf dich zuzugehen? Ist sie überhaupt bereit, auf dich zuzugehen? Und so weiter. Das werdet ihr beiden nicht alleine hinkriegen, vermute ich mal. Das sehe ich genauso. Nur ich habe auch das Problem, sie für eine Einzeltherapie zu gewinnen, dass sie intensive Einzeltherapie macht. Mhm. Sie sieht da wenig Sinn drin und ich habe einfach gesagt, wenn wir eine Chance haben, dann geht es nur über diese Sache und wenn die Chance 1:1000 ist... Wie wäre es denn mit einer ganz, ganz klaren, normalen Eheberatung? Ja, die machen wir momentan auch bei Pro Familia, aber das ist dann alle 4 Wochen. Mhm. Und ich, wir sind uns da jetzt keinen Schritt näher gekommen. Mhm. Das war eine Konfrontation. Ich habe sie ja auch irgendwie, die letzten 6 Monate waren auch so, dass da viele Reaktionen waren, dass sie... kein Problem damit hatte, dass sie immer auf andere Leute eingegangen ist. Das zieht sich einfach in ihrer Kindheit zurück. Also, Herbert, ich möchte gleich, dass du mit meiner Psychologin noch sprichst. Mhm. Die Elke, so heißt meine Psychologin heute Nacht, wird dir auch noch eine Anlaufstelle für eine Eheberatung geben in eurer Umgebung. Weil alle 4 Wochen erscheinen mir auch ein bisschen wenig in der Situation. Weil ich unterstreiche das nochmal, ich glaube, das geht nur mit einer dritten fachkundigen Person. Was ich jetzt so für ein Gefühl habe, während ich dich so reden höre, würde ich dir gerne jetzt am Ende noch, das würde ich dir gerne noch so sagen. Das ist natürlich schlimm, wenn man so lange verheiratet ist und wenn man eigentlich einen anderen Lebensweg geplant hat. Und dann kommt der Partner, die Partnerin dazwischen und schert aus. Ne? Mhm.
sie ist ja mehr oder weniger ausgeschert jetzt und will irgendwas anderes, irgendwie anders leben oder zumindest nicht. Sie hat es angesprochen und hat gesagt, unter der Überschrift können wir nicht mehr so leben wie bisher. Ja, so, klar. Dann ist es auch an deiner Sache. Und da musst du jetzt auch Manns genug sein und auch eine Haltung zeigen, dass du schon das auch akzeptierst, was die Frau fühlt und was sie empfindet, dass du dich nicht zu sehr verklammerst und verbeißt in die ganze Angelegenheit. Ja, das ist schon richtig. Ja, ich meine, das war, wo ich eben von erzählt habe, da war einfach der Schmerz einfach so hoch, dass dann irgendwie solche Sachen kommen, die tun einem nachher auch leid im Endeffekt. Das läuft jetzt auch eine sachliche Schiene raus, aber wir kommen keinen Schritt weiter. Sie vertritt ihren Standpunkt, dass sie sagt, dass sie die Gefühle nicht da sind und sie könnte die Gefühle erheblich umlegen. Gut, nur da hat sie natürlich recht. Da gibt es dann auch keinen Kompromiss. Wenn die Gefühle nicht da sind, sind sie nicht da. Dann ist besteht der Kompromiss letztendlich darin, dass du es akzeptierst. Aber die Gefühle sind ja irgendwie auch irgendwie verschüttet irgendwie, dass man irgendwie mal, wenn ich mit jemandem 15 Jahre fahren will und ich sage dann nach 12 Jahren oder 13 Jahren, wir passen nicht zueinander, dann ist doch irgendwas fehlgelaufen im Endeffekt. Nein, vielleicht hat sich die Sache ausgelebt. Das kann ja auch sein. Du unterstellst, dass da irgendwas verschüttet ist. Vielleicht ist es so, aber es kann ja auch so ganz einfach sein, dass nach diesen Jahren ein Prozess bei ihr stattgefunden hat, dass die Luft, ganz profan gesagt, dass die Luft raus ist. So, das können wir beide schon überhaupt gar nicht klären ohne deine Frau. Deswegen möchte ich, dass du jetzt auflegst, meine Psychologin ruft dich zurück und dann geht bitte noch weiter diesen Beratungsweg. Ich glaube, das ist der einzig richtige Weg und der Weg, der euch auch am schnellsten helfen kann. Aber es muss jetzt auch dann vorangehen und nicht alle 4 Wochen. Alles Gute von Herzen, Herbert. Dankeschön, Herr Domian. Alles Gute, wiederhören. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, 0800 220 5050, das ist die Telefonnummer. Und hier ist Charlene. Charlene, ne? Heißt sie? Hallo? Ja, hallo. 25. Ja, aber ich heiße Charlene. Habe ich es nicht gesagt? Charlene. 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 Nicht mit diesem L in der Mitte. Ohne L? Ja. Charlene. 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 Das üben wir noch ein bisschen. Kriegen wir noch hin. Ja, ich denke auch. Charlene. So, erstmal hallo. Ja, und was geht's denn? Schön, dass du da bist. Ich habe ein Problem. Sprich. Und zwar, ich bin durch und durch sexsüchtig. Oh. Was heißt? Das ist bei mir schon richtig krankhaft, würde ich sagen. Und es geht schon so weit, dass ich sage, dass es mich vor 2 Jahren ungefähr fast das Leben gekostet hätte. Oh. Beschreib erstmal diese Sexsucht. Was heißt das? Was bedeutet das? Das heißt für mich, dass ich Sex eigentlich Tag für Tag brauche und dafür eigentlich auch fast alles tue, um einen Partner dafür zu bekommen. Einmal am Tag oder gar mehrfach am Tag? Sag mal so, wenn es richtig ist, dann genügt es mir einmal am Tag. Aber, wenn es nicht richtig ist, auch gerne ein paar Mal. Ja. Also nicht richtig heißt, wenn es ein Partner ist, der das nicht so nach deinem Gefallen richtig machen kann. Genau. Hast du im Moment einen Partner? Nein. Wie lange plagt dich denn, du bist 25 Jahre alt, wie lange plagt dich denn diese Sucht? 4 Jahre. Mhm. Also da hat es richtig krass angefangen. Fing das schleichend an oder so relativ von heute auf morgen? Also ich würde sagen, von heute auf morgen. Sonderbar, also das kam, ja, schon eigentlich. Mhm. Also dass ich auch offen auslege und auch, weil ich bin halt jemand, der sagt, was er will und es auch direkt sagt. Wie lebst du das denn aus? Ich stelle mir vor, wenn man nicht in einer Partnerschaft ist und gerade für ein Mädel, ist das doch schwierig. Wie kriegst du nur jeden Tag neue Partner? Hast du da dein Telefonbuch, wo du ganz viele Erlasse schon hast? Oder? Das ist gut. Nee, wo kriege ich die her? Das kann überall passieren. Das kann auch an einem Autofahren passieren, an der Tankstelle, beim Einkaufen. Also du dass ich da halt irgendwie einen Mann anflirte. Ja, also das machst du schon offensiv, baggerst die Typen an, ja, sodass es in der Tankstelle mal so eine schnelle Nummer gibt.
Ja, nicht direkt an der Tankstelle. Nicht. Ja, nee, das ist also schon eigentlich auch ernst gemeint. Es ist kein Passieren, dass wir da die Nummer austauschen, ja, dass wir dann abends telefonieren und dass er dann ein paar Minuten später vor meiner Tür steht oder ich vor seiner. Ach so. Mhm. Und dann geht's halt zur Sache. Ja, also ich meinte den Hintergrund gar nicht so ganz lustig. Also es passiert dann schon immer so in einem, ich sag mal, eher normaleren Rahmen, sprich in einer Wohnung. Du bist nicht so gierig, dass es dann wirklich dann irgendwo auf der Straße im Gebüsch oder so passieren muss. Doch, ist auch schon vorgekommen. Das auch schon. Also ich mag es auch in der Öffentlichkeit, also sprich von diesen ungewöhnlichen Orten. Mhm. Das kann eigentlich... Was war denn dein ungewöhnlichster Ort bisher? Na, so ungewöhnlich war er dann nicht, oder? Ja, ich bin jetzt nur gerade überlegen, oder mal anders gefragt, was verstehst du unter ungewöhnlich? Was ja, verstehst du unter ungewöhnlichen Orten? In der Eisdiele zum Beispiel. Im Kaufhaus? Im Kaufhaus ist auch ungewöhnlich, ja. Im Fahrstuhl, im Treppenhaus, im Schwimmbad, das, an der Tankstelle? Das hast du alles zu bieten. Wie bitte? Das hast du alles zu bieten. Ja. Ja. Aber wir wollen jetzt mal nicht zu locker und scherzhaft darüber sprechen, weil du gerade hast das ja begonnen, das Gespräch mit schon mit einem sehr ernsten Hintergrund. Du hast gesagt, ich habe das Gefühl, sexsüchtig zu sein, und es hat mir vor einer Weile mal fast das Leben gekostet. Ja. Was genau ist da vorgefallen, dass es dir das Leben gekostet hätte? Ich kam halt in die Situation, dass mich jemand dazu überredet hat, es für Geld zu tun. Mhm. Gerade weil ich in der Hinsicht halt richtig offen bin und eigentlich auch alles mitmache. Ja. Und das habe ich dann einen Monat lang gemacht. Und ja, ich habe es akustisch nicht verstanden. Du hast es, sag den letzten Satz nochmal. Dass ich das einen Monat lang gemacht habe. Ach, einen Monat lang, ja. Ja. Mhm. Mhm. Und das mich aber dann seelisch so fertig gemacht habe, dass ich richtig am Ende war und mir halt dann das Leben nehmen wollte. Hast du es schon versucht, es zu tun? Ja. Was hast du getan? Und zwar, ich bin zuckerkrank und habe eine Überdosis Insulin gespritzt und bin dann schlafen gegangen. Also ich habe dann während dem Schlafen einen Unterzucker bekommen. Ja. Und wer hat dich gerettet? Wie bist du gerettet worden? Das war, meine Schwester ist morgens gekommen. Mhm. Und die hat dann geklingelt und ich habe nicht reagiert. Und dann hat halt mein Vermieter mit der Tür die Tür aufgemacht. Und ich lag dann halt schon bewusstlos da. Das heißt, wenn deine Schwester nicht geklingelt hätte, wenn die irgendwie später gekommen wäre, wärst du gestorben? Ja, also wärst du eine halbe Stunde später gekommen, dann hätte man mich nicht mehr retten können. Wann genau war dieser Vorfall? Knapp 2 Jahre liegt das jetzt zurück. Hast du denn danach, ich meine, das ist ja nun schon sehr dramatisch. Das zeigt ja schon, wie tief du in der Verzweiflung warst. Hast du danach etwas unternommen? Hast du dir irgendwo Hilfe gesucht? Warst du beim Psychologen, beim Arzt? Also ich war damals 2 Wochen in der Psychiatrie. Mhm. Aber so richtig einen Ansprechpartner habe ich dort eigentlich nicht gehabt. Ja, 2 Wochen. Hast du in der Psychiatrie davon erzählt, was der Hintergrund deines Selbsttötungsversuchs war? Ja, habe ich. Ja. Und die waren eigentlich auch ziemlich entsetzt darüber, wie das zustande gekommen ist. Und aber so richtig reden darüber, was mich dazu getrieben hat, nee. Charlene, du musst dann ja in diesen 4 Jahren, eine Unzahl von Sexualpartnern gehabt haben. Ja. Ne? Eigentlich schon, wenn du sagst, ich suche mir das fast jeden Tag. Das ist ja schon, wenn man das hochrechnet, kommt man da ja auf sind wir im Jahr auf über 300 Leute, 300 Männer. Oh, nicht zu übertreiben. Also, dein Vorsprecher, also von der Reaktion, da kam schon mit einer Zahl von 500 an. Also, naja, aber wenn du so ja, sagst. Ja, ich habe so. Also es gibt auch Partner, die du zweimal hast. Es sind nicht immer jedes Mal. Ja, gibt's auch. Ja. Ja. Was passiert denn, wenn du jetzt mal einen Tag nicht erfolgreich bist, wenn du keinen Sex hast? Also mit einem Mann keinen Sex hast. Was geht dann in dir vor? Also sag mal so, ich war da halt so privileg, dass ich selber Hand anlege.
Und hast du denn dann eine gewisse Ruhe oder Entspannung, wenn du selbst Hand angelegt hast? Oder reicht dir das dann nicht aus? Nicht wirklich. Nee. Ich finde, das sind alles sehr, sehr, sehr besorgniserregende Signale, Charlene, von deiner Seele, von deinem Inneren, was da vorgeht seit 4 Jahren. Und das Besorgniserregendste ist für mich natürlich der Selbsttötungsversuch. Ja, irgendwas ist. Es ist schon richtig krankhaft. Ja, ja. Und ich weiß eigentlich auch gar nicht, wie ich das stoppen kann. Ja. Das kann ich dir natürlich auch nicht sagen, weil das ist wahrscheinlich eine hochkomplizierte Sache, so eine Diagnose zu stellen und damit umzugehen. Aber ich glaube, das versteht jeder mit gesundem Menschenverstand, dass da etwas ganz Tiefgreifendes nicht in Ordnung ist mit deiner Psyche. Und dass sich das irgendwie einen Weg bahnt durch diese Sexualität und versucht, das zu überschatten oder sich dadurch Luft zu machen. Ich würde dir ganz dringend raten, mit 2 Wochen Psychiatrie war das wahrscheinlich nicht getan, dass du in eine richtige Langzeittherapie gehst, eine Psychotherapie gehst. Entweder ambulant, wo du einmal in der Woche oder vielleicht auch 2-mal in der Woche hingehen kannst, oder gar in einen Klinikaufenthalt. Ja, aber ambulant, da ist mal den richtigen Psychologen oder Psychiater zu finden, ist ja auch. Ist sehr schwierig. Ist ganz schwierig. Also ich kann dir gleich versprechen, dass im Rahmen dessen, was wir hier können, du gleich noch eine Beratung von meiner Psychologin bekommst, wie du das am besten anstellst. Aber ich gebe dir recht, dass das schwierig ist. Aber das musst du machen. Da musst du musst suchen. Und wenn du auch nicht sofort den richtigen findest, dann musst du weitersuchen. Weil es geht dir ja dreckig dabei. Es ist ja nicht ein Spaß. Ne? Suche frustet ja ein Auge ins Schild. Da gibt man irgendwann mal halt auf. Ja, aber du hast ja noch nicht viel gesucht. Na, okay. Ne? Das ist ein Argument, ne? Was machst denn du so sonst im Leben, vom Beruf zum Beispiel? Ich bin Erzieherin. Du bist Erzieherin. Mhm. Hattest du denn in den letzten 4 Jahren, über die wir jetzt gesprochen haben, hattest du da mal eine Beziehung oder ging das gar nicht? Nein, dazu bin ich schon gar nicht mehr. In der Lage, da irgendwie was aufzubauen. Hattest du denn vorher schon mal eine Beziehung? Davor ja. Und wie lange hat die gedauert? 2 Jahre. Und lief das da sexuell für dich befriedigend oder auch nicht erfüllend? Es war eigentlich erfüllend. Ich habe halt immer meine Wünsche geäußert. Und er hat es auch mehr oder weniger gemacht. Das heißt, von ihm kam nichts, also was er will und was er braucht, er hat halt nicht darüber, und das hat mich halt auch geärgert. Ja. So, jetzt Frage noch zum Schluss von meiner Seite, bevor ich dann an meine Psychologin übergebe. Bei all diesen vielen, vielen, vielen Geschäftspartnern hoffe ich doch sehr, dass du dich immer und immer schützt. Ja, gut. Auf alle Fälle. Auf alle Fälle, da gibt es auch keine Ausnahme. Nein. Das ist gut. So, Charlene, jetzt legst du bitte auf und meine Psychologin, die Elke, ruft dich an. Okay. Und dann hoffe ich, dass ihr ein bisschen weiterkommt und dass wir dir ein klein bisschen helfen können auch. Ja, hoffe ich auch. Alles Liebe von Herzen. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. 19 Jahre alt ist der Nächste und er heißt, wie heißt er? Christopher, hallo. Christopher. Hi. Hallo. Christopher, um was geht's? Mein Thema ist krankhafte Eifersucht. Bist du's? Ja. Erzähl. Also ich war bis zum Dezember war ich noch mit meiner Ex-Freundin zusammen. Mhm. Wie lange warst du mit der zusammen insgesamt? Ein knappes Jahr. Ja. Und ja, durch diese krankhafte Eifersucht ist die Beziehung halt kaputt gegangen. Beschreib mal deine krankhafte Eifersucht. Ja, das ging halt so weit, sie hatte vor mir halt auch viele männliche Freunde. Mhm. Also Partner? Nicht nur, auch normale Freunde auch. Ach so, ja. Und den Kontakt zu denen habe ich ihr halt verboten. Also regelrecht verboten. Das ist ja Mädchen, da kommst du nicht hin. Treffen, ja, genau. Kaffee trinken mit denen ist nicht. Richtig. Und das fing halt damit an, da sie in der Disco gearbeitet hat. Und wurde halt da auch oft angesprochen, weil sie auch nicht so schlecht aussah. Und das war halt der Anfang der Geschichte. Und dann habe ich mich so da reingesteigert, dass ich sie ja wahrscheinlich so eingängt habe, dass sie am Ende halt die Beziehung nicht mehr wollte. Also ich meine, das ist ja schon ein starker Tobak, wenn du ihr verbietest, dass sie sich mit alten Kumpels trifft, wo eigentlich ganz klar ist, dass da sexuell nichts läuft. Ja, wie hast du sie denn noch weiter eingeengt?
allgemein, wenn es irgendwo voll wurde, da wollte ich gar nicht erst reingehen und habe sie allein nicht mehr weggehen lassen. In der Angst hin, sie könnte irgendwen kennenlernen oder sowas, der ihr vielleicht besser gefällt wie ich oder so. Sie hat in der Diskothek gearbeitet, sagst du? Ja. Hast ihr das auch versucht zu verbieten? Ich habe gesagt am Anfang, so damit sie es vielleicht nicht so mitbekommt, dass es mich freuen würde, wenn sie das halt aufgeben würde. Mhm. Und ja, ich fühlte mich sicher, weil sie hat auch einen Monat später aufgegeben. Ach so. Und von daher fühlte ich mich zu dem Zeitpunkt auch sicher. Mhm. Jetzt ist es im Dezember zum Ende gekommen. Ja. Der Beziehung. Ist da nochmal was Gravierendes vorgefallen, was so das Fass zum Überlaufen gebracht hat? Ja, das Schlimme war jetzt, als wir im Dezember halt auseinandergegangen sind, hatten wir beschlossen, dass wir uns ein bisschen auf Abstand gehen und dass wir unsere Beziehung nach ein, zwei Monaten vielleicht neu aufnehmen. Dass wir einfach mal ein bisschen auf Abstand gehen halt. Ja. Und wir wollten uns in dieser Zeit treu bleiben. Und jetzt habe ich gerade gestern erfahren, dass sie in dieser Zeit wohl schon zwischen 10 und 20 neue Kerle, auf gut Deutsch gesagt, kennengelernt hat. Nicht nur kennengelernt, sondern da lief auch wohl was. Mit so vielen in der kurzen Zeit? In der kurzen Zeit, ja. Das hat mich sehr überrascht. Mit 20 Männern Sex gehabt? Weißt du das wirklich? Ich weiß es nicht wirklich, aber ich höre es von ziemlich vielen Leuten. Also irgendwas ist da gelaufen. Halten wir uns nicht fest an der Zahl 20, aber mit ein paar Jungs ist irgendwas gelaufen. Ja. Ja. Wie alt ist sie übrigens? Sie ist 18, wird auch 19. Mhm. Hast du erfahren? Hast du sie darauf angesprochen? Ja, natürlich habe ich sie darauf angesprochen, gleich noch gestern. Mhm. Und sie sagt, bisher hatte sie noch nicht einen anderen, ja. Mhm. Aber irgendwann wird man auch unsicher und bei mir sind halt noch viele Gefühle mit im Spiel. Was sind denn das für Leute, die dir das sagen? Ich meine, das ist ja nun wirklich eine wahnsinnige Zahl von 20 Leuten in zwei Monaten. Ja, da gibt's gerade etwas, was mich stutzig macht. Und zwar hatte ich damals einen sehr, sehr guten Kumpel. Und dieser Kumpel sagte mir halt, dass er auch einer von diesen Leuten gewesen sein soll. Und ich glaube nicht, dass der unsere Freundschaft einfach so aufs Spiel setzen sollte, auch wenn da nichts gewesen sein sollte. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Und der hat dir das gebeichtet quasi? Hat dir gesagt, ich habe mit ihr geschlafen? Ja. Ja, aber jetzt ist ja ganz entscheidend nicht die Frage erstmal, ob das stimmt oder nicht stimmt, sondern entscheidend ist, was will sie und was wollt ihr? Will sie wieder in die Beziehung zurückgehen? Es war so, auch in dieser Zeit, wo wir eine Pause machen wollten. Mhm. In dem ersten Monat haben wir uns noch regelmäßig gesehen. Mhm. Und da ist auch noch regelmäßig was gelaufen. Also war es keine Pause im Prinzip, ne? Pause ist gar nichts. Es wurde weniger, aber ja. Wir haben uns immer noch ein- bis zweimal pro Woche gesehen und sind halt schon noch im Bett gelandet zusammen. Ja. Aber dann hinterher nicht mehr? Nee, das hörte Ende Januar auf. Was will sie jetzt? Den aktuellen Stand weiß ich gar nicht. Ich weiß nur, was ich möchte. Ich würde sie natürlich gerne zurück. Mhm. Aber mit jedem Mal, wo ich höre, dass da halt neue Leute mit im Spiel sind, wird es schwerer. Du liebst die Frau? Ja. Sie hat zu dir am Telefon gesagt, das ist alles Quatsch. Ich habe mit keinem Typ geschlafen in dieser Zeit. Richtig. Sagt sie ganz klar? Ja, sagt sie. Mhm. So. Da muss man natürlich, irgendwann muss man eine Entscheidung fällen. Da muss man sagen, Liebe heißt auch immer Vertrauen und Vertrauen in eine andere Person haben. Und du hast es ja nur im eigenen Leib erfahren, wie ätzend und zersetzend Eifersucht sein kann. Denn Eifersucht bedeutet, dass man kein Vertrauen in den anderen hat. Und letztendlich den anderen dadurch auch sehr, sehr beengt und sehr nervt auf Dauer auch. Und sehr viel kaputt macht. Wahrscheinlich wäre es gar nicht dazu gekommen, zu der Situation im Dezember, wenn du dich ein bisschen mehr zurückgepfiffen hast. Ja, ich habe mich da was verraten, kam irgendwie nicht mehr raus. Christopher, ich sag dir, das ist eine Frage des eigenen Willens. Da gibt es keine Zauberformel oder keinen goldenen Spruch jetzt, irgendwas. Das musst das dir abbringen. Wenn du spürst, und du spürst es ja, du bist ja selbstkritisch, du sagst, ich bin zu eifersüchtig, dann musst du mit deiner Kraft, mit deinem Willen dagegen arbeiten. Ja, ich habe auch versucht, ihr in diesen letzten zwei Monaten auch oft genug zu beweisen, dass da noch sehr viele Gefühle sind. Ja, das wird sie schon wissen, dass da Gefühle sind, aber die ist natürlich hochsensibilisiert. Wenn du ihr jetzt schon wieder was erzählst, da sind 20 Leute, und nehmen wir mal den Fall an, das stimmt wirklich nicht, und dich haben nur irgendwelche anderen Leute verrückt gemacht, wird das Mädchen natürlich jetzt wahnsinnig. Wahnsinnig wird die.
Ja gut, aber auf der anderen Seite, was hätte mein ehemals guter Freund davon, wenn er mir sowas erzählt? Stimmt, können wir jetzt nicht so klären. Können wir wirklich nicht so klären. Das wäre ein eigener Faulelfmeter. Andererseits, wenn du jetzt sagst, ich will mit dir noch zusammen sein, mit ihr zusammen sein, dann mach doch folgenden Vorschlag. Dann mach einen Vorschlag, sag, pass auf, wir reden da jetzt gar nicht mehr drüber, ob da was gelaufen ist, ob da nichts gelaufen ist. Wir machen Strich drunter. Ich verspreche dir, das sagst du zu deiner Freundin, ich verspreche dir wirklich, dass ich mich jetzt am Riemen reiße, dass ich mich zurücknehme. Und wir starten nochmal in eine neue Beziehung rein und lassen das Vergangene Vergangene sein und wir fangen nochmal von vorne an. Wenn du jetzt da rumbohrst und hin und her und ist doch egal. Ihr wart de facto irgendwie ein bisschen getrennt und wenn da auch irgendwie was gelaufen ist, lass es gelaufen sein, egal. Schwamm drüber. Das würde sie, glaube ich, beeindrucken. Da würde sie denken, okay, da verändert sich wirklich ein bisschen. Wenn du jetzt mit deinem Ja-Aber anfängst und hin und her und her, die muss einfach kapieren, dass du dich verändern willst und dass du dich auch verändert hast. Auch auf diese Weise habe ich es auch schon versucht, so ist es ja nicht. Ich habe mich, bin ich mir sicher, auch wirklich geändert. Also diese Verbote, die ich damals aufgestellt habe, das die würde ich nie mehr wieder aufstellen. Übrigens, Christoph, da habe ich gerade gar nicht so richtig drauf reagiert. Das ist hammerkrass, was du da gemacht hast. Da machst du jede Frau, jede Liebe machst du damit kaputt und da verscheust du jede Frau mit. Das ja, aber Fehler sind da, um gemacht zu werden. Und genau. Ich habe mir jetzt gemacht, aber ja. Ich würde ihn auch nie wieder machen. So, genau, das ist eine gute Einstellung. Fehler sind dafür da, dass man daraus lernt. Ne? Das ist das Ding. Ja, klar. Die Frage ist natürlich, was sie will. Das musst du erstmal erfragen. Ne? Also wie gesagt, ich habe ihr oft genug auch gesagt, dass ich mich geändert habe. Ich habe es ihr auch sicherlich oft genug bewiesen. Egal. Entscheidend ist, dass die sagt, ich will wieder mit dir zusammen sein. Wenn sie das nicht sagt, kannst du alles vergessen. Dann kannst du nur daraus lernen, für die nächste Beziehung anders drauf zu sein. Ja, aber damit müsste ich erstmal klarkommen. Im Moment wüsste ich echt nicht, wie ich damit klarkommen sollte, wenn das nichts mehr werden sollte. Wirst du klarkommen mit müssen. Du kannst sie nicht zur Liebe zwingen. Wenn sie sagt, nein, ich kann es nicht mehr, die Gefühle sind nicht mehr da, dann musst du es aushalten. Das ist halt so. Ja, das ist klar. Man muss halt nur lernen, damit richtig klarzukommen. Genau. So. Jetzt hoffe ich sehr, dass du bist ja einsichtig, habe ich ja gemerkt, dass daraus auch Taten folgen. Mach ihr wenn sie sagt, ich will das nochmal versuchen, dann hör auf mit diesem Gefrage, was da gewesen ist. Mach ihr den Vorschlag, wir machen einen Schlussstrich und fangen neu an. Und dann zeigst du, wie sehr du dich verändert hast. Das ist eine Chance, glaube ich. Ja, ich werde es auf jeden Fall so versuchen dann. Christopher, toi, toi, toi. Alles klar, ich danke dir. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, viele von euch fragen sich, was hat Domian für ein Thema am Mittwoch? Unser Thema am Mittwoch heißt Fleisch. Ja, ich möchte gerne mit euch über Fleisch reden, über alles, was irgendwie mit Fleisch zusammenhängt. Mit Fleischessern, mit Vegetariern, mit Leuten, die vielleicht auch zu Fleisch eine besondere sexuelle Affinität haben, ich weiß es nicht. Fleisch. Vielleicht auch mit einem Fleischer, mit einem Menschen, der im Schlachthaus arbeitet oder in einer Metzgerei oder mit einer Fleischerfachverkäuferin. Egal. Das Thema heißt Fleisch. Rundrum um das Thema Fleisch. So geht es am Mittwoch hier bei uns zu. Hier ist Sabine. Und Sabine ist 25 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo? Bin ich denn jetzt? Jetzt habe ich mich verdrückt. Sabine! Ja, hallo. Schönen guten Morgen. Hallo Sabine, ich grüße dich. Hallo. Ja, mein Problem ist folgendes. Also ich bin seit 2,5 Jahren verheiratet und unsere Ehe steht jetzt kurz vor dem Aus. Und ja, also ich möchte es auf der einen Seite nicht, aber auf der anderen Seite habe ich eben festgestellt, dass es keinen Sinn mehr macht, so wie es momentan läuft. Habt ihr Kinder? Nein, haben wir noch keine. Warum steht die Ehe vor dem Aus? Ja, weil er sich so verändert hat. In welche Richtung? Er ist unglaublich rücksichtslos geworden mir gegenüber. Inwiefern? Also er kommt und geht, wann er will. Er macht, was er will. Er trifft sich viel mit seinen Landsleuten. Also ich muss dazu sagen, er ist Albaner von Nationalität. Und darf ich dich kurz um was bitten? Ich höre immer so einen Hall im Hintergrund. Du hast den Fernseher oder das Radio nicht ganz leise gedreht. Ja. Mach das mal bitte. Ja, wenn das, dann ist es gut, ja. Also er geht mit seinen Leuten aus. Ja, er ist rücksichtslos. Genau. Wie lange habt ihr euch denn vor der Ehe schon gekannt? 2,5 Jahre. Also insgesamt 5 Jahre kennt ihr euch ganz jetzt schon. Ganz genau. Mhm. Ab wann fing er denn an, sich zu verändern? Das geht jetzt ungefähr seit einem halben Jahr so. Ach, erst?
Ja. Mhm. Vorher war alles toll. Und vorher war alles toll und es hat auch wunderbar funktioniert. Wir waren sehr glücklich miteinander. Mhm. Und seit einem halben Jahr hat er dann angefangen, so rücksichtslos zu reagieren und einfach zu tun und zu lassen, was er eben für richtig hält. Sag noch ein paar weitere Beispiele. Du hast gerade schon eins genannt, in welcher Weise er rücksichtslos ist. Ja, wie gesagt, also er kommt und geht, wie er lustig ist. Er meldet sich nicht ab, also in dem Sinne, dass er mir eben sagt, wo er hingeht. Ich weiß nie, wo er ist. Ich kann ihn nicht erreichen. Wenn ich auf dem Handy anrufe, dann geht er meistens nicht hin oder er schaltet es eben gleich ab. Ja. Und das sind einfach so Dinge. Steckt dahinter die Vermutung, dass er eventuell eine andere Frau auch hat? Also ich habe es mir zwischenzeitlich überlegt, aber er ist irgendwie nicht der Typ dazu. Also das glaube ich jetzt weniger, dass das Du sagst rücksichtslos. Geht das auch in den Bereich Gewalt rein, dass er dich schlägt oder dass er... Das macht er nicht, nee, das Gott sei Dank noch nicht. Mhm. Aber das ist eben... Du sagst, das macht er noch nicht. Deutet sich denn sowas irgendwie an, dass du manchmal Angst vor ihm hast, dass er dich anschreit oder irgend sowas macht? Das hat er schon manchmal gemacht, ja. Also er ist überhaupt ein sehr impulsiver Mensch und er geht auch schnell schnell mal wie eine Rakete hoch und beruhigt sich dann aber auch gleich wieder. Das Gefühl hatte ich schon manchmal, aber es ist bislang Gott sei Dank noch nichts passiert. Ich meine, wenn du sagst, wir sind 2,5 Jahre verheiratet und bin kurz davor, die Ehe aufzulösen, ne, ist das ja schon eine große Entscheidung. Ja. Hast du ihn denn jetzt mehrfach schon in der letzten Zeit mal gewarnt und hast gesagt, so geht das nicht weiter, ich lass mich scheiden wieder? Das habe ich mehrfach zu ihm gesagt, aber er nimmt es irgendwie nicht so für ernst und er sagt, vielleicht macht's ja nur Spaß. Das heißt, du kannst ihn mit Worten, kannst du ihn gar nicht erreichen? Kann ich ihn nicht wirklich erreichen, nein. Du kannst ihm das nicht sachlich erklären, pass mal auf, so und so fühle ich mich, du behandelst mich so und so und das kommt bei mir so an, das ist also sinnlos. Ja. Er macht dann dicht, geht raus oder wie reagiert er darauf? Ja, er sagt, das musst du wissen und ich kann mich nicht verändern. Ich bin so, wie ich bin, auch wenn er vorher anders war. Ja, das ist ja das Komische, wenn er ist so, wie er ist, aber warum ist er seit einem halben Jahr so anders? Ja, das ist auch die Frage, die ich mir immer gestellt habe. Also irgendwas muss vorgefallen sein, dass er auf einmal so reagiert. Und hast du Mutmaßungen, was sein kann? Nicht wirklich, nein. Also ich habe ihm eigentlich keinen Anlass irgendwie gegeben. Nicht, dass ich wüsste. Ich habe ihn auch gefragt. Du kannst mir ruhig sagen, wenn ich mich irgendwie verändert habe oder so. Kann es sein, dass er in irgendwelche anderen Dinge verstrickt ist, von denen du nichts weißt oder wissen darfst? Könnte auch sein, ja. Weil er sich eben so viel mit seinen Landsleuten trifft, dann weiß ich nie, was da besprochen wird. Ich bin ja nicht live dabei. Und das kann natürlich schon sein. Hat er einen Job? Er hat einen Job, ja. Dem geht er auch nach? Dem geht er auch regelmäßig nach. Ja. Also zumindest habe ich da noch nichts anderes feststellen können. Wie ist denn so der Umgang zwischen euch in den letzten Wochen oder Monaten? Gibt es noch Zärtlichkeiten? Überhaupt nicht mehr, nein. Überhaupt nicht? Schlaft ihr miteinander? Sehr distanziert. Schlaft ihr noch miteinander? Auch nicht mehr, nein. Das ist natürlich bitter, ne? Es ist sehr bitter, ja. Gemeinsame Wohnung, alles zusammen angeschafft. Genau. Ich habe ihm auch erlaubt, so lange hier zu wohnen, bis wann er eben was Neues findet. Ach, das hast du ihm schon angedroht, so? Richtig, ja. Und selbst da hat er nicht... selbst da reagiert er nicht so wirklich. Das heißt, er weiß im Prinzip, wie ernst es ist, ne? Er weiß es, wie es aussieht, aber irgendwie, realisiert er das nicht wirklich. Liebst du ihn noch? Ich liebe ihn noch, ja. Das ist das Problem an der Sache. Ich liebe ihn noch, kann mich nicht so sehr... Aber du liebst wahrscheinlich den Mann von davor, ne? Richtig. Den ich mal kennengelernt habe. Ja. Oder den du lange an deiner Seite hattest, ne? Richtig, genau. Wenn du jetzt... ich finde, ehe du jetzt den endgültigen Schritt machst, der nachvollziehbar ist, nach dem, was du erzählt hast... Ja. Der Fairness halber würde ich ja nochmal versuchen, ein Gespräch zu führen. Ja. Auch wenn es sinnlos ist, aber dann auch für dein eigenes Gefühl, dass du hinterher sagen kannst, ich habe nur wirklich alles ausgereizt und probiert. Mhm. Wahrscheinlich ist er auch null dazu zu bewegen, dass ihr gemeinsam zu einer Beratung geht, ne? Ja, das wollte er auch nicht. Ja. Das habe ich ihm mehrfach angeboten, hat er mal abgeblockt, hat er gesagt, nee, also das kriegen wir auch selber in den Griff. Mhm. Da brauchen wir keinen Dritten dazu. Aber er tut gar nichts dafür, ne? Er tut gar nichts dafür, nein. Mhm. Interpretiere ich deinen Anruf hier bei mir, dass du einfach darüber mal beraten wolltest?
Oder war es doch noch eine gewisse Unsicherheit, ob du dich zu der Entscheidung durchringen sollst? Ja, das ist die Unsicherheit, weil ich eben doch auch so viel investiert habe in diese Ehe und in diese Beziehung. Das war nicht ganz leicht. Und deswegen, ja, bin ich mir einfach doch irgendwo auch innerlich unsicher, was ich machen soll. Hast du euch Angst vor ihm? Dass du dir irgendwas Körperliches teils, an... Teils, ja. Also auch vor seiner Reaktion. Weil ich weiß nicht, wie er im Falle des Falles dann reagieren könnte. Ja, noch dazu, weil er eben auch Albaner ist und sehr viele Landsleute hat. Und da weiß man immer nicht, wie das dann so aussehen wird. Aber das ist jetzt nicht so der Punkt, der dich sehr bremst in deiner Entscheidung. Nee, nicht wirklich. Das ist nicht der Hauptpunkt. Also was ich auf jeden Fall eine gute Entscheidung finde, wenn du sagst, pass mal auf, so geht es nicht weiter im Moment. Wir werden jetzt mal eine Pause einlegen, wenn er schon nicht zu einem Gespräch bereit ist. Wir trennen uns räumlich voneinander. Ja. Ein paar Monate. Und entscheiden dann in der danach folgenden Zeit, was weiter passiert. Das finde ich auf jeden Fall in Ordnung. Das finde ich eine Lösung, die ist völlig respektabel. Ja. Ich finde ja schon gut, dass du schon so entschieden bist. Ich habe ja hier schon oft genug Geschichten gehört, wo Leute dann über Jahre sich in diese Unzufriedenheit oder Frauen sich in diese Unzufriedenheit hineinbegeben haben und immer trauriger und immer frustrierter und immer verletzter werden. Ja. Dass du jetzt nach einem halben Jahr schon sagst, nee, ich habe da keinen Bock drauf. Das finde ich gut. Ja. Das find ich nee, weil so. Ich eben auch festgestellt habe, dass es einfach so nichts bringt, dass man so nicht auf Dauer eine Ehe führen kann. Das wird früher oder später dann sowieso in die Brüche gehen und dann lieber jetzt als wie. Und wie gut, dass er noch keine Kinder hat. Genau, ja. Das denke ich auch. Also versuche nochmal ein Gespräch. Er wird das ja schon wittern, wie ernst alles ist. Ja. Und dann zieh erstmal eine räumliche Trennung durch, das finde ich auch. Und wenn es dann immer noch nicht sich irgendwie sich regelt, dann wird es auf eine Scheidung hinauslaufen, auf eine endgültige Trennung. Ja. Ja. Ja, okay. Würde ich dich zu ermutigen wollen, auf jeden Fall. Ja, super, dann werde ich das so machen. Von Herzen alles Liebe, Sabine. Dankeschön. Ne? Tschüss. Tschüss. Mike, 29, guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo Mike. Weswegen hast du angerufen? Ja, ich habe angerufen, weil ich bin zurzeit im Gefängnis und stecke aber auch mitten in einer Beziehung. Ja. Und die Beziehung ist eigentlich sehr schwer. Wie lange bist du schon im Gefängnis? Ich bin jetzt im Gefängnis seit 6 Jahren. Seit 6 Jahren schon? Und wie lange musst du noch? Ich habe noch 10 vor mir. Hey, was hast du gemacht? Ja, das war damals eine dumme Sache. Das war ein Mord und... Der ist eigentlich passiert, der sollte ja nicht so passieren. War mehr oder weniger ein Unfall. Und du hast jemanden umgebracht? Ich habe jemanden umgebracht. Wer war das? Das war einfach ein Mitfremder. Das war ein Streit, der ist entstanden. Und aus dem Streit wurde dann halt ein Mord. Streit im Suff auch noch? Im Suff, ja. Im Suff. Ja. An der Theke, in der Kneipe irgendwo? Ja, das war mehr auf der Straße. Ich wurde angegriffen und habe mich verteidigt und... Achso, du hätte das eigentlich dann auf sich beruhen lassen sollen, bloß ich bin dann nochmal zurück. Und aber du bist wegen Mordes eben verurteilt worden? Ja, eben. Ja, weil du nochmal zurückgegangen bist und... Genau. Wie hast du diesen Menschen umgebracht? Ja, naja, ich hab ihn erschossen. Ja. Erschossen? Erschossen. Du hast also eine Waffe bei dir getragen? Ja, bei mir nicht, ich hab's ja dann geholt, ja. Achso, so viel Zeit lag dazwischen, dass du irgendwo eine Waffe geholt hast und diesem Mann nachgestellt hast und ihn dann erschossen hast. Genau. Heftig. Das war dann halt der Mord, ja. Woher kamst du in den Besitz einer Waffe? Ja, die Waffe, die hatte ich mal günstig gekauft von Kollegen und ich war halt nie beabsichtigt, damit irgendjemand umzubringen. Wie denkst du heute, nach 6 Jahren oder nach 7 Jahren wahrscheinlich, über die Tat? Ja, es ist einfach scheiße gewesen. Ich habe mein Leben zerstört, ich habe den sein Leben zerstört. Ich habe mehrere Familien ihr Leben zerstört. Hast du mal, ehe wir jetzt auf dein Hauptproblem, die Beziehung kommen, noch eine Frage dazu. Hast du mit den Angehörigen mal Kontakt aufgenommen von dem Opfer? Nein. Die sind nicht bereit dazu. So, seit sechs Jahren im Knast, noch 10 Jahre vor dir. Wie lange bist du jetzt in deiner Beziehung schon? Ich bin jetzt in der Beziehung seit 3 Monaten wieder. Ach, wie hat sich denn diese Beziehung ergeben? Und diese Beziehung hat sich ergeben, indem ich die wieder aufgefrischt habe.
das war meine alte Beziehung. Ach so, das ist deine Freundin von ganz früher. Ja, genau. Und ich habe mich dann damals getrennt von ihr. Mhm. Du hast dich, nicht sie von dir. Nee, ich mich von ihr, ja. Und jetzt haben wir wieder zueinander gefunden. Das heißt, hattet ihr in all den Jahren etwas, zum Beispiel schriftlichen Kontakt, oder war es ganz abgerissen? Ich war ganz abgerissen. Und von wem kam jetzt der erste Schritt wieder? Ja, durch einen dummen Zufall, durch ein Telefonat beim Kumpel, da saß sie und haben wir wieder Kontakt gekriegt. Mhm. Und soweit ist es ja alles sehr schön. Aber jetzt fängt das an, dass die Beziehung schwierig wird. Inwiefern? Weil einfach zu viel Zeit dazwischen man liest. Mhm. Zwischen meiner Entlassung und ich weiß nicht. Ja. Erklär uns mal, wie man sich jetzt so eine Beziehung, wo ist die erst 3 Monate alt, zwischen einem Knacki und einer Frau, die draußen ist, vorstellen kann. Sie kommt dich ab und zu besuchen. Ja, 4-mal im Monat. 4-mal im Monat. Stunde, ja. Seid ihr dann alleine oder seid ihr unter Aufsicht eines Beamten? Ja, wir sind im großen Raum und da ist man praktisch alleine mit einem Haufen Leute. Also ihr könnt dann quasi alleine sprechen, obwohl da sind genau. Schon viele Leute um euch herum. Mhm. Genau. Empfindest du das nur so, dass du sagst, da ist zu viel Zeit vergangen, oder empfindet sie das auch so? Ich glaube, sie empfindet auch so. Sie redet nicht drüber. Sie sagt, sie ist zufrieden, dass ich wieder da bin, aber ich nehme ihr das nicht so richtig ab. Heißt das, dass sie all den Jahren darauf gehofft hat, dass es wieder irgendwie mit euch irgendwas geben könnte? Ja, sie sagt ja. Sie sagt ja. Wie steht sie denn zu deiner Tat? Ja, zu meiner Tat steht sie so, zum Beispiel, sie sagt, sie verurteilt mich nicht dafür. Mhm. Sie liebt mich trotzdem, ich bin kein schlechter Mensch dadurch, weil sie kennt mich ja, wie ich war. Kannst du das verstehen? Oder würdest du anders reagieren, wenn du sie wärst? Ich würde vielleicht genauso reagieren wie sie. Mhm. Die kennt mich ja nun. Ne? Bin ich der typische Mörder, der rumrennt und Leute umbringt. Ja. Das bin ich nicht. So, jetzt erzähl mir doch noch genauer, weil ich das noch nicht ganz verstanden habe, wo deine Bedenken sind. Wie spürst du diese Bedenken? Ja, sie ist manchmal sehr verschwiegen, wenn ich über die Zukunft rede. Dann möchte sie nicht so gerne darauf eingehen. Sie redet, versucht immer, sich rauszureden. Ne? Dann merkt man halt, dass sie Angst hat vor die Zukunft irgendwie mit mir. Mhm. Wobei, das ist ja auch ein heikles Thema. Nehmen wir mal an, du musst deine 10 Jahre noch absitzen. Ja. Ist das ja auch eine verdammt lange Zeit, die da noch vor dir liegt, vor ihr liegt, vor euch liegt. Ja, und das macht mir ja auch Angst. Ja. Das heißt, du hast Angst, dich darauf einzulassen, vielleicht auch Angst vor der Enttäuschung, dass sie das gar nicht aushält so lange und dann hinterher doch weg ist? Ja, um einfach wieder alleine dazustehen. Mhm. Ja. Man verlässt sich darauf, da sind ja nur Kinder am Spielen. Ihr habt Kinder? Wir haben Kinder, ja. Wie viel? 2. Ja. Ein Junge und ein Mädchen. Ja. Aber dann ist es eigentlich, Mike, ist es doch erfreulich, dass sie wieder zu dir will und dass sie auch den ersten Schritt getan hat, dass sie dir vergibt, dass sie sagt, ich sehe dich nicht als Mörder. Du bist mein Mann. Sie wird die Tat verurteilen, na klar, aber eigentlich könntest du doch jetzt letztendlich in deiner Situation, die ja nun wirklich nicht erfreulich ist, noch 10 Jahre im Knast zu sitzen, könntest du dich doch freuen. Ich freue mich auch, aber ich habe halt Angst, dass ich ihr was wegnehme in den 10 Jahren. Mhm. Dass das irgendwann nach 8 Jahren jetzt in der Brüche geht und ich ihr 8 Jahre weggenommen habe. Also, dass sie zu viel verzichten muss. Genau. Hast du sie immer so gesagt? Ich habe es ihr so gesagt, ja. Was sagt sie darauf? Ja, ich nehme ihr gar nichts weg. Ja. Mhm. Aber ich kenne sie nun. Hat sie in den letzten Jahren irgendwelche Verhältnisse gehabt? Ich glaube ja. Sie sagt nein, aber ich glaube es nicht. Ja. Aber es wäre okay, wenn sie es gehabt hätte? Ja, natürlich. Wir waren ja getrennt. Ja. Mhm. Weißt du, Mike, mehr als das sagen, was du da gesagt hast, kannst du ja eigentlich gar nicht. Das ist ja dann ihre Entscheidung. Wenn du sagst, ich habe Angst, ich nehme der Frau was weg, ich bin im Knast, ich bin noch 10 Jahre im Knast, die Frau verzichtet auf alles Mögliche. Wenn sie aber sagt, ich will das machen, ich will diesen Weg gehen, dann ist es doch auch gut so. Ja, aber wenn sie es nicht richtig wirklich will, ich weiß es nicht. Gut, aber das ist jetzt die Frage, die du rauskriegen musst, ob sie es wirklich will. Sie ist ja immerhin jetzt, sie ist ja wieder bei dir. Die Frage ist ja, warum ist sie wieder bei dir? Offensichtlich, weil sie dich sehr liebt, oder? Oder ja, vielleicht auch wegen die Kinder. Mhm. Das kann auch mit dir sein.
Also wir haben uns zwischendurch auch gestritten und sie steckt immer dann die Kinder vor uns. Mhm. Und wenn du so einen goldenen Mittelweg vorschlagen würdest, ich meine, das kann man ja machen, dass du sagst, ich freue mich, dass wir wieder Kontakt haben. Du bist die Mutter meiner Kinder, das ist ja wichtig. Ja. Aber ich sitze im Knast und ich gebe dir die Freiheit. Wenn du eine andere Entscheidung fällen willst, wenn du dich auch mal auf einen anderen Mann einlassen willst, mach es. Könntest du das? Hättest du die Stärke dazu? Ich glaube nicht. Sondern will ich sie ganz oder ich will sie nicht. Mhm. Also, irgendwie bei mir dann, weil man investiert da die Schule. Mhm. Und ihr könntet nicht hinnehmen, dass da jemand anders in die Ruhe fummelt. So. Dann verstehe ich das so, dass du nicht sicher bist, ob sie wegen der Kinder wieder zu dir will. Ja, genau. Oder ob sie wirklich aus tiefer Liebe zu dir will. Ja, genau, genau. Mhm. Hast du das auch mal so gefragt, ganz konkret? Sind es die Kinder? Nein, so direkt noch nicht. Mach es. Wie lange habt ihr Sprechzeit immer? Immer eine Stunde. Gut, das ist ja eine ganze Menge Zeit. Ja. Leg all diese Bedenken auf den Tisch. Formulier so wirklich ganz klar aus, so wie du es jetzt bei mir auch gemacht hast. Du möchtest die Frau haben. Ja, unbedingt. So. Und wenn sie dann wenn sie all deine Bedenken entkräftet, dann lass dich drauf ein. Wieso sollst du denn das dann wegschieben oder wegstoßen? Das wäre doch absurd. Das ist schwer. Ist schwer, darüber mit ihr zu reden. Ja. Und es sind ja auch jetzt gerade mal erst 3 Monate. Ja, eben. Was heißt schwer reden? Vielleicht hast du dich auch schwer getan bisher, das so anzusprechen. Ist ja auch nicht so einfach, verstehe ich ja auch. Ja. Aber das musst du machen. Da musst du jetzt erstmal durch. Und dann lass doch mal die nächste, wenn sie dann Ja sagt, dann lass doch mal die nächste Zeit sich so entwickeln. Mal sehen, wie das funktioniert. Vielleicht ist es ja gut. Es ist doch immerhin eine Chance für euch. Auch eine Chance für dein Leben und für deine Familie, finde ich. Meine Familie ist ja schwer begeistert, mein Vater, meine Mutter. Ja, ich meine mit Familie, aber auch eben deine Kinder. Ja, um die geht es mir eigentlich auch sehr. Ja, also, versuch es über dieses ganz klare Gespräch mit deiner Frau, Freundin. Ja, ich denke auch. Das und dann guck weiter und dann stoß es nicht weg, wenn sie es wirklich will. Vielleicht will sie es ja wirklich und das ist doch dann eine tolle Sache für dich. Ja, eben. Lieber Mike, alles Gute. Okay, Dorian. Auf Wiederhören. Danke sehr. Tschüss. Petra ist hier. 32, guten Morgen. Ich habe ein Riesenproblem. Ich habe meinen Freund heute in den Knast gebracht. Du hast deinen Freund heute in den Knast gebracht? Ja. Warum? Also ich muss dazu sagen, ich bin eine ehemalige Haftentlassene. Ich war 3 Jahre gesessen wegen Betrug. Mhm. Wegen Flortex. Ich weiß nicht, ob Betrug Flortex dir was sagt. Nee. Da ging es um Millionenbetrug und Bohrmaschinen. Mhm. Dafür habe ich 3,5 Jahre fast abgesessen. Mhm. Und nach meiner Haftentlassung musste ich ihm zum betreutes Wohnen gehen. Mhm. Dort habe ich diesen Mann kennengelernt. Mhm. Aber dieses betreute Wohnen waren wirklich Schichten, sage ich, richtig extreme Schichten. Mhm. Ich war dort die einzige Frau, ich bin dann nach 2 Wochen ausgezogen und habe ihn mitgenommen. Mhm. Und trotz, dass ich ihn mitgenommen habe und habe ihm alles geboten finanziell, hat er einen Bruch nach dem anderen weiterhin begangen. Zwischenfrage, weswegen war er damals in dem betreuten Wohnen? Was hatte er so für eine Vorgeschichte? Er war auch in Haft entlassen und saß wegen Einbruch. Wegen Einbruch, mhm. Und ich habe dann gesagt, okay, es ist Vergangenheit. Mhm. Ich mache keine Unterschiede zwischen Menschen, das hatte ich früher gemacht. Mhm. Und er hat die Brüche weitergemacht. Obwohl du ihm geholfen hast? Ja, er kam mit nichts, er kam mit einer Unterhose. Ja. Heute hat er die dicksten Klamotten an, die besten Sachen und macht die Brüche aus just for fun. Mhm. Und ich habe dann gedacht, okay, es hört auf. Mhm. Und ich konnte es einfach mit meiner Kraft nicht mehr vereinbaren, dass ich gesagt habe, ich bin fertig. Mhm. Ich habe durch die Haft 2 Kinder verloren. Wie lange? Du hast die 2 Kinder verloren? Ja, der Älteste ist mit seinem Vater durch die Haft. Ja. Und der ganz Kleine stammt von der Vergewaltigung. Mhm. Der ist mittlerweile bei einer Pflegefamilie. Mhm. Und ich bekomme die Kinder zwar zurück, aber nicht, wenn in meinem Haus ständig die Polizei ein- und ausgeht. Klar, ist klar. Wie lange hast du das mit angesehen, dass er wieder... 7 Monate. 7 Monate. Wie viele Brüche hat er gemacht in den 7 Monaten? Also er hat die letzten 4 Monate, wo ich war, jetzt mindestens 10 gemacht. 10? Und heute... Wo ist er eingebrochen? Ja, in Kaufhäuser, in Versicherungen, in Schulen. Mhm. Es war wirklich ein Witz, was er da rausgeholt hat. In Schulen? Was kann man denn in der Schule klauen? Ja, Laptops, Bildschirme, einfach lächerlich. Mhm. Und hat das dann irgendwie vertickert irgendwo? Genau, vertickert für nicht mal von Apple und ein Ei. Mhm. Mhm. Und
heute war es dann so, dass ich gesagt habe, mir ist einfach zu viel, junger Mann, pack deine Sachen und geh. Mhm. Und dann plötzlich fängt er mir an zu drohen, ich bring dich um. Er hat das Messer rausgeholt. Mhm. Und wollte an mein Leib gehen, an meine Seele gehen. Ich habe dann geschafft, dass er ging. Mhm. Und da habe ich gedacht, jetzt muss ich was tun. Ja, ich habe ihn schon so oft rausgeworfen und aus Mitleid immer wieder genommen. Ja, und dann habe ich die Polizei angerufen, habe denen das mitgeteilt. Die kamen dann sofort. Ja. Ich hatte noch Diebesgut hier. Ja. Habe ich den ausgehändigt. Ja. Und dann haben sie gefragt, wo er ist. Und da habe ich gesagt, ich kann so lange mit ihm telefonieren, solange sie ihn festnehmen. Mhm. Und ich war also telefonisch bei der Festnahme dabei. Und jetzt sitze ich zu Hause und habe ein total schlechtes Gefühl. Moment mal, zu der Festnahme. Das heißt, du hast ihn, er war irgendwo, du hast ihn angerufen. Ich habe ihn angerufen. Und die Polizei hat festgestellt, wo er sich aufhält gerade. Ja, ich habe mit ihm telefoniert, habe gesagt, Schatz, wo bist du denn? Ja. Er sagte zu mir da und da. Ich sage, warte mal kurz, bei mir klingelt's. Ich habe wieder die Polizei angerufen. Mhm. Und dann hatte ich also eine Konferenzschaltung und hatte die Polizei an der Leitung und die Polizei hat also mitbekommen, wo er sich gerade aufhält. Ja. Ah, ja. Das heißt, er war dann auch nicht so ganz weit weg von deiner Wohnung? Nein, war er nicht. Die Polizei hatte leichten Zugriff? Ja. Die haben ihn gefasst und er ist ins Gefängnis gekommen? Nee, er ist heute Abend erstmal ins Gewahrsam gekommen und wird morgen früh den Haftrichter vorgeführt. So, und hier sitzt du in deiner Wohnung und hast ein ganz seltsames Gefühl. Ja, ich fühle mich so link, weil ich war in Haft. Ich weiß, was es heißt, wenn man verraten wird. Ich habe auch meinen Vorredner verstanden. Man kann nicht von Beziehungen reden in Haft, oder? Das gibt es nicht. Und von dem her ist es was ganz Schlimmes, den Mund aufzumachen. Aber was ist, wenn man den Mund nicht aufmacht? Ja, dann würde ich mich mitschuldig machen. Eben. Und dann würde ich meine Kinder verlieren. Eben. Und das sind meine Kinder, die ich unter Schmerzen geboren habe. Eben. Und das ist dem Mann, glaube ich, nicht bewusst. Mhm. Mhm. Ihm ist es nicht bewusst. Mein Kopf sagt natürlich, es war die richtige Entscheidung. Guck mal, wie lange du das schon mitgemacht hast. Man könnte ja schon sagen, Mensch, wieso machst du das so lange mit? Du deckst einen Kriminellen. Also mein Vater hat gesagt, wenn du Mitleid hast, dann nehmen Obdachlosen auf, da hast du mehr Erfolg. Es ist einfach so dieser mütterliche Instinkt gewesen. Da ist jemand, der braucht deine Hilfe. Ja, aber ist das Hilfe, wenn man jemanden in der Weise deckt? Nee, es ist keine Hilfe. Das ist eigentlich alles falsch, wenn man es macht. Ich sage ja vom Kopf her absolut recht. Aber es ist einfach eine Herzenssache. Wo ich denke, ich bringe den Vater des Kindes, wo ich im Bauch trage, in Haft, ja. Das ist schon pervers. Ach so, du bist im Moment auch schwanger. Ich bin schwanger, ich bin im vierten Monat. Du bist im Moment schwanger. Und ich wollte dieses Kind eigentlich nicht. Weil ich gewusst habe, dass diese Beziehung keine Zukunft hat. Aber ist die Alternative, dass der Vater des Kindes, das du im Bauch trägst, immer weiter Verbrechen begeht? Natürlich nicht. Natürlich nicht, ne? Man muss es, glaube ich, immer mit dem Kopf sich klar machen, bis es dann der Bauch auch versteht. Bis es das Herz letztendlich dann auch versteht. Weil letztendlich ist das der erste Schritt in die Richtung, wenn es eine Hilfe für ihn gibt, ist das jetzt der erste Schritt gewesen? So schrecklich das für ihn auch erstmal ist. Ich denke, die Hilfe war richtig. Für ihn war es eine Hilfe. Ich bin hundertprozentig davon überzeugt, dass sein Verhalten richtig ist. Das Einzige, was mich Angst macht, ist natürlich, wenn er morgen zum Haftrichter geht und der sagt, dann gehen Sie mal wieder, ne? Ja, das wollte ich gerade fragen. Hast du jetzt Angst vor ihm auch? Natürlich. Mhm. Ich meine, er hat mich bedroht, massiv, er nimmt Drogen. Habe ich rausbekommen. Ich habe noch nie in meinem Leben einen Joint geraucht. Mhm. Also von dem her, ich weiß nicht, wie er reagiert, wenn er morgen... Hast du der Polizei das gesagt, dass du auch Angst hast? Natürlich, ich habe ihn auch das Gespräch auf Band, wo ich aufgenommen habe, den vorgespult, aber ich habe in der Haft sehr viel erlebt, dass Leute von Haftrichter gingen und sind wieder rausgekommen und den Kopf geschüttelt hat. Ja. Also von dem her... Jetzt nehmen wir mal an, dass er, hoffen wir, dass er nicht freikommt morgen. Ja. Wie gedenkst du dann in den nächsten Wochen dich weiter zu verhalten? Oder auch in den nächsten Monaten? Also wenn er in Haft bleibt, werde ich mich auf jeden Fall nicht bei ihm melden. Ja. Also ich werde den Kontakt abbrechen. Mhm. Damit ihm mal bewusst wird, wenn ihn jeder fallen lässt, was er verloren hat. Du solltest dann natürlich dennoch Dinge unternehmen und dich informieren, dass du auch geschützt bist. Natürlich. Ja? Ich würde nur ins Frauenhaus gehen. Ja. Wenn er rauskommt. Also, jetzt ist leider unsere Sendung gleich vorbei. Du hörst die Musik im Hintergrund. Ich möchte aber nochmal mit aller Klarheit sagen, dass ich das richtig finde, was du gemacht hast. Und dass du das später, wenn du mal an die Zeit zurückdenkst, genauso sehen wirst. Auch wenn du bist heute auch noch ein bisschen durch den Wind, ist ja völlig klar. Es war ja auch ein absoluter Stresstag, den du jetzt hinter dir hast. Das ist die richtige Entscheidung gewesen, verdammt nochmal, Petra. Aber klar, ganz klar. Ich hoffe. Ja, das finde ich schon. Ich danke dir fürs Zuhören. Möchtest du noch ein paar Worte mit meiner Psychologin sprechen? Ja, das war nett. Okay. Und ich möchte noch kurz einen Gruß an den Vorredner haben. Ja. Der wohl in Haft sitzt. Ja. Kopf hoch. Und er soll für seine Kinder da sein. Ja. Aber 10 Jahre so eine Frau warten, das ist unmöglich. Du legst bitte auf und wir rufen dich gleich nochmal an. Okay. Alles Gute. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
In der Technik heute Nacht war Michael Jansen. Morgen 1 Uhr Radio 1 live und 1 Uhr wieder Fernsehen. Morgen wieder mit einer freien Themennacht. Und am Mittwoch heißt unser Thema Fleisch. Gute Nacht, schöne Nacht, bis morgen. Bye, bye. Zwei Uhr, die Nachrichten. Die Kompromissverhandlungen über das Zuwanderungsgesetz sind in der Nacht erneut vertagt worden. Der saarländische Ministerpräsident und CDU